Ich denke, man wird das Gesundheitswesen wieder und wieder reformieren müssen. Als man zum ersten Mal von einer Gesundheitsreform gesprochen hat, da habe ich, glaube ich, gerade zu studieren angefangen. Inzwischen wissen wir, die Gesundheitsreform ist eine unendliche Geschichte. Und sie ist lustig, macht Spaß anscheinend. Die Politiker mögen es gerne auf jeden Fall. Ja, ja, das ist... Es ist fast wie im Bierzelt, es geht immer so im Kreis rum. Nicht? Einer wirft was in die Runde, der andere macht Öha, nicht? Und gerade lustig ist es, flotte Musik dazu. Schunkeln sie alle mit, schon geht's wieder rund. Machen wir eine Gesundheitsreform, Polaria ho. Drückt mir die Ausgaben runter enorm, Hollaria ho. Kürzen wir Leistungen, streichen wir sie, Hollaria ho. Wachsen darf nur noch die Bürokratie, Hollaria ho. Die Ärzte packt man als Erste, sie sind uns ein Dorn im Aug. Sie verschreiben jedem das Beste, weil's angeblich mehr taugt. In Wahrheit tun sie's nur aus Bosheit, drum nehmen wir Regress. Dann zahlen sie am Ende die Medikamente aus ihrem Behandlungserlös. Die allerschwärzeste Weste hat die Pharmaindustrie. Sie wird mit Profiten gemästet und bläst zum Halali. Was brauchen wir stets neue Pillen? Lass doch den Fortschritt ruhen. Dann ahmen die Nachahmer, Nachahmer nach und die Forschung sollen andere tun. Machen wir eine Gesundheitsreform, Hollaria ho. Drückt mir die Ausgaben runter enorm, alle machen so. Kürzen wir Leistungen, streichen wir sie, am besten gleich en gros. Wachsen darf nur noch die Bürokratie, das tut sie sowieso. Die Krankenhäuser sind schrecklich, sie rauben uns die Ruhe. Die Kosten sind unerträglich, drum machen wir die Hälfte zu. Wir verlängern die Arbeitszeiten und kürzen zum Ausgleich den Lohn. Dann gibt's ein Gerangel bei Arbeitsplatzmangel und wir kommen billig davon. Den Arzt muss man reglementieren, sonst macht er, was er will. Er darf nur noch dokumentieren, das kostet nicht so viel. Am lästigsten sind die Patienten, wenn die nur mal nicht wären. Wären wir ohne Sorgen, dann wird uns schon morgen kein Mensch bei der Arbeit stören. Machen wir eine Gesundheitsreform ohne Risiko. Drückt mir die Ausgaben runter enorm, alle machen so. Kürzen wir Leistungen, streichen wir sie, am besten gleich en gros. Dann bleibt zum Schluss nur die Bürokratie und dann sind alle froh.